This world needs hope. Er kann maximal Darius hier sein. Ich meine, wäre schlimm genug. Ja. Aber ich meine, ich werde nicht sterben. Wenn wir 5 Stacks haben, ne? Ich bin einfach tot, oder? Kann sie ihn killen? I don't even think. Ich hätte aber flashen sollen. Durans Blade, Alter. Well, blows. Der hat eh gestartet, um ihn zu chasen. Kann er überhaupt mit Auto-Attacks gewinnen? Er gewinnt das nicht. Er braucht 3 Auto-Attacks. Das schafft er nicht. Das schafft er niemals. Oh, er hat einen Ignite. Er wird executed. Das ist nicht bad. Was ein Early Game, Alter. Ja, schade, Mann. Ich hätte gedacht, dass ich mich entgegenhalten kann mit dem Flash, aber ich spiele kein Second Wind, also übersterbe ich da einfach, ne? Das ist my bad. Dass die Wave zu ihm pusht, ist super traurig. Der verliert gar nicht, der Darius. Der ist richtig glücklich gerade. Mein Midlander noch alles Mitte verloren und E gestartet. Und ich krieg. Er wird nicht mal die Mages verlieren, er wird einfach nichts verlieren, der Darius. Oh, ist der glücklich. Macht mich das unglücklich. Aber dieser geilen Witcher-Musik ist unmöglich zu tilten, ne? Boah, das Game ist auch ein Banger gewesen. Also, was heißt gewesen? Immer noch ein Banger. Aber ich hab's lange nicht mehr gespielt. Ich hab's noch nicht vorzuspielen aktuell. Bam! Nicht bad, ziemlich viel Minion-Damage und ich sollte mich hochsustainen können hier. Mit Passive und D-Shield, aber natürlich dauert es ewig, bis beides tickt. Wegen seiner Blutungen. Erst jetzt geht's mit Passive los, das dauert echt Ewigkeiten, ne? Ja, I cannot win until Levis. Aber Level 6 können wir gewinnen, wir haben eine kleine XP gerade. Wenn wie sich der ausspielen lässt. Bis dahin werden wir ein paar CS droppen müssen. Damit ich einfach killen kann. Aber ich habe gleich hier wieder Ignite. Level 4 plus Ignite, vielleicht kann ich auch gewinnen, aber die ist runter am Turm. Kein Play hier. Nice, wenn ihr mir jetzt. Ja, nice, wenn du an den Turm laufen musst, erst pushen, dann bin ich happy. Warte einfach mal, Nieder, die sehen wir zwar gerade, aber später. Vielleicht problematisch. Nice, wenn wir farmen dürfen gerade, bin ich sehr glücklich. Die Wave ist auch low-key gefreezed. Wenn er den Freeze brechen möchte, könnte er gegankt werden. Und wenn sie durchrotiert wäre, durchgelaufen wäre, hätten wir sie einfach gekillt, aber okay. Ich habe 4 Stacks auf mir drauf, ich darf nicht auf ihn raufgehen, bevor die 4 Stacks nicht auslaufen, sie ist einfach zu spät. Durch nice, wenn er so runter in den Turm läuft. Also, ne, dahin läuft. Keiner sexy. Jetzt haben wir nämlich unser Item in Base. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt hier Tiamat zu gehen, damit wir einfach Face Rush aussehen können und vor allem wegrennen können, weil das Item ist so fucking bad von der Kosteneffizienz her. Aber wenn es uns erlaubt, mit ihm nicht zu traden und zu Proxy farmen oder so, ist es vielleicht worth it. Ansonsten natürlich einfach immer Boots und ich glaube einfach Boots ist der Weg hier, ne? Wenn wir ehrlich sind, ist einfach Boots der Weg. I will not fault her. Denn selbst Irons for Whip war ja schon relativ kacke, aber es hat immerhin 30 AD gegeben. Jetzt gibt halt Tiamat nur 20 AD, also wir kriegen 10 AD weniger für halt AOE Auto-Attacks, die uns nur sehr begrenzt helfen. Aber wir sie halt nicht wirklich benutzen. Also, ja. Die Aktive ist halt der nice Part. Wenn am Ende die Aktive meine E cancelt, werde ich so tilten, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Das hat noch nie so funktioniert, also sollte es auch jetzt nicht so funktionieren. Boah, schwer zu contesten, Jungs. Ich habe keine Prio. Das ist schon Level 6, ich werde da nicht moven. Gib einfach die scheiß Voidies.
Warum nicht? Macht doch nichts. Was kostet denn, was kostet der Spaß? Kann ich kurz böse angucken. Wenn ich die Elise da killen könnte, wäre nice, wenn ich noch nicht. Drake dafür traden können, komplett fein. Okay, wir haben auf Ignite Killpusher gegen ihn, aber halt nicht insane. Wir haben einen Longsword mehr. Bin ich tot? Ja, aber das ist so low elo Gameplay. Von mir auch, weil ich einfach nicht rechtzeitig raustasche, aber er ist einfach der most boring Champion dagegen zu spielen. Wirklich. Es ist einer der most boring Topliner dagegen zu spielen. I don't know. Tavis First Item, 1 Milliarde True Damage, du kannst niemals Minions contesten. Und dann finde ich noch 1 Milliarde AD for free. Ah, ist das geil. Es ist so dumm, dass der noch gebufft wurde. Das ist so dumm. Naja. Aber ist okay. Ich meine, wenn ich etwas anderes gepickt hätte und ich wäre Tenth Becounter pickt, wäre ich auch fucked. Das ist jetzt nicht nur Darius related. Aber es fühlt sich halt bei ihm am allerschlimmsten an, weil es so schlimm. Also, muss halt so, du kannst so ein schlechter Spieler sein und kommst damit durch. Champion, der hat absurde Stats gibt. Von seiner scheiß Passive. 30 Milliarden DF-Sorts. Trotzdem entschuldige ich es nicht, einen sehr schlechten Flash von mir. Mein Team ist 1v9 da. And that, I appreciate it. Not bad. Ja, er hat keine Ult, deswegen kann ich so spielen. Hab ich da auch beinahe gekillt. Ich krieg jetzt so viele Platten-Top-Lane, dass wir einfach back im Game sind. Ich hoffe, es macht Darius sehr sauer. Alrighty. So eine Basen. Gucken wir mal, ob wir unser Item auslösen können während der E. Mich auch sehr gewundert, wenn es anders wäre. Sonst noch nie funktioniert. Cool, damit können wir jetzt Fastash auslösen. Sieht immer noch absolut terrible aus, vielleicht zu anders. Also ich habe halt einfach 10 AD wenig und ich habe ein sehr goldineffizientes Item gekauft. Aber ich kann jetzt Fastash auslösen. Was Gutes. Ist es worth das Item jetzt? Es gibt halt 50 Leben mehr und es kostet 300 Gold mehr. Tiamat Autotext. Das klingt einfach immer noch bad. Weil ich die Tiamat Autotext ja auch eigentlich nicht brauche. Ich will ja gar nicht. Also, ich habe ja genug Push in der E drin. Not sure worth. Er kauft natürlich ebenfalls. Dann wären beide jetzt recht ineffiziente Item-Builds. Wenn beide Boots und dieses Drecks-Item. Wilder Bardrom. Huge Shutdown. 700 Gold für Elise. Keiner nice. Wo fährt dann die? Vielleicht dive mich jetzt sogar noch, aber nee, okay, wir sehen Bart. Ich bin fein. Clearen die Wave. Gucken wir mal ein bisschen, ob wir vielleicht demnächst mit Flash auf den Kill gehen können. Mit Flash auf den Kill gehen können. Wir haben ja zuerst Flash ready. Einfach nur Hardpush dann mache, reicht er damit da doch nichts. Wir sind natürlich sehr gerne Void Grabs contesten. Wenn wir dürfen. Joa, kein Play hier wirklich, ne? Die sind was stärker. In all in. Vielleicht wenn wir poken können. Mit ein paar Sperren oder sowas. Aber ansonsten ist halt Cocoon huge. Kollaps auf den. Er ist allein. Okay, nevermind. Wir kollapsen lieber. Woanders hin. Team! Hallo!
Norbert! Nein, es ist da nicht zu fassen, Mann! Stehen rechts von mir und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Whatever. My bad. Gib ihm noch einen Triple Kill, bitte. Es ist nicht zu fassen. Hat noch 700 Gold Bounty auf die Tube bekommen. Es ist so unglaublich, Lorelo. Ist okay, my bad. Ist ein Darius alleine im Busch drin und er kriegt einen Double Kill mit einem fetten Bounty. Unglaublich. Er ist jetzt so fett, der Dude. Der ist so fett. My bad. Nice. Okay, I mean, das Game ist immer noch gewonnen, aber ja. Holy shit, Mann. Ja, der Stripebreaker hat fertig mit dem fetten Bounty Killer. Unglaublich. We fight for those who cannot. Wir haben noch eine Wave wahrscheinlich farmen, damit er nicht Platten bekommt. Werden nicht hier basen. Wenn die Wave hard push, hat er noch eine Wave Zeit halt für Platten, ne? Das wollen wir nicht zulassen. Wir haben gerade 25 Leben pro Sekunde, das ist schon anständig. Nice. Kann ich wieder ewig nicht base gehen, weil ich halt noch von Blutung gecancelt werde, aber ist nicht so schlimm. Denn wenn er jetzt die Wave hardpusht, sind keine Platten mehr da, also bekommt er nichts. Können sogar aus Base einfach zum Drachen laufen, wenn er Top-Tom haben will, dann kriegt er den halt. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, Top-Tom einfach so abzugeben. Ja, moin. Kann mich nicht zurückziehen, wenn er silenced ist, lol. Wenn er jetzt nicht Base geht, kriege ich entweder Harold oder seinen Turm, weil er mit rotiert, statt zu basen. Also er hat mir eine Wave Top in the Night, das war im Endeffekt nicht gut für ihn, ne? Vielleicht kann man sogar killen hier, wenn mir Ignite ult. Bin ziemlich stark. Ich krieg jetzt aber seinen Turm. Nice. Ah, ich glaube, er ghostet hier. Let's see, ist Level 11. Nice. Gut, dass er noch auf uns raufgeflasht ist nach seinem Ghost doch, ne? Wollte unbedingt den Kill haben. Können wir die Wave pushen, müssen nicht Minions sterben lassen, der Turm. Nummer 2 wird die Minions auch denyen können. Wir haben echt weniger Damage auf Minions, kann er sein. Also ich habe das Gefühl, ich bin deutlich langsamer Minion clean als mit Stripebreaker von letzter Season. Ich finde jetzt im Midgame nach Landing Phase ist der Part, wo sich Darius kacke gegen Garen anfühlt, weil Garen dich outfarmt. Der wandert halt Waves und ist weg auf der Karte, während du halt ewig brauchst, hinterherzukommen als Darius. Aber dafür kannst du halt normalerweise in Landing Phase einfach gewinnen. Was er ja auch mehr oder minder getan hat. Schon weh, deswegen habe ich eine Menge Tenacity, kann einfach rauslaufen. Und daraus killt es einfach Nidalee für 900 Gold oder was? Ne, sie wird hochgeheilt.
Weil solange wir den Fall gewinnen, ist okay. He's going in. Aber direkt gewahrsoltet, also macht er da. War der Passive auf den Typen drauf? Sieht gut aus. Darf nicht weiter rein. Nicht ganz den Kill auf ihn bekommen. Ärgerlich. Ja, es hat auf die raufzukommen, ne? Dann gehen wir jetzt Deadman's Play, dann gehen wir wieder Cleaver oder gehen wir Triforce. Ich glaube, Triforce ist gar nicht schlecht. Might as well. Aber der Cleaver ist eigentlich schon der klügere Call, gerade auch mit unserer Draft. Ich bin safe stärker als Darius. Wenn ich Ignite habe, kann ich einfach killen, denke ich. Hexpad auffahren. Nee, Hexpad ist sehr, sehr bad. Ich krieg Movement Speed, nachdem ich goldet habe und Attack Speed. Danach ist der Gegner ja meistens tot. Wo brauche ich dann noch Movement Speed und Attack Speed? Movement Speed zum Rausrennen, kannst argumentieren, aber Attack Speed? Na. That is not the way. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Movement Speed wenn vor dem Fight. Deadman's Play halt. Ist er dann backless? Ja, ist er. Dann ist er backless. Dann ist er auch keckless. Für Teamfights stark. Hexpell ist doch für Teamfights terrible. Du ultest und dann hast du den. Was bringt dir das, die Ultern zu haben? Mega wert. Würde ich niemals spielen wollen. Klingt doch absolut scheußlich. Auch mal rein soben. Ey, deine Berto Green. Vielen Dank für den Zap. Tyron Hausner und Magic Pants. Ich habe mein Item in Base, aber sie will hier einen Play finden. Aber ich kann, also wir finden immer gerade einen Top-Tower, aber ich würde ihn ganz gerne killen. Versuch auf den raufzukommen mit Ignite, weil ich ihn natürlich. Ich krieg Wufens, wenn ich ihn ignite von dem Buscloak. Ja, man kann mich einfach vieren, ne? Nicht bad, nicht bad, nicht bad. Oh. Bisschen aufpassen vor Y-Snipes. Okay, wir flashen. Na, was hat Strikes fertig? Holy shit. Bat mich hier an, Porte, kann ich sterben. Mit 18 Gold Bounty, ich darf auf gar keinen Fall sterben. Wenn ich sterbe, wird das Game so viel härter. Die Gegner haben eh schon viel zu viel Gold über Bounties bekommen. Noch eine Drake oben drauf. Das ist not that good for us. Jetzt geht mit Deadman's Plate. Movement Speed, Baby. I bring Justice. Schade, dass sie Crux machen will. Ich hätte gerne Crux gemacht, während sie halt Raptoren und Wölfe und so farmt. Das ist eigentlich nicht so gut von ihr, Crux zu machen. Außer sie wird jetzt Botlane ganken oder so. Keine Ahnung. Ist wir wirklich full clearen? Okay. Wir haben Double Buff. Wir werden auf jeden Fall nicht gegen Darius gewinnen, wenn er Strikes hat. Der Typ ist ziemlich fucking strong right now. Wir können halt immer zuerst rotieren. Normalerweise sollte man mit Waves halt schneller durch sein als erstes. Holt ihr jetzt schon rein? Dann gehe ich auf jeden Fall den Bottom belagern. Just get out! Okay, wenn sie stirbt und wir Nash verlieren, ist natürlich terrible, aber. Bisher ist Bard noch tot. Die haben jetzt trotzdem ein Opening, wo halt Bard respawnt. Großer Death-Timer gerade als Support. Wenn sie Nash forcen könnten. Machen sie einfach straight. Oh, ich bleib Botlane. Ich bin halt eh schon getrollt, bevor ich da sein kann.
Fucking Rap-Buff in Welt gestorben. So, noch ein fetter Bounty der TF. Ach du heiliger Bimbam, ey. Terrible. Terrible Deaths. Wir waren auch schon tot, bevor Darius da war, so ist nicht. Also, der hat eines ist gerade noch bekommen auf den TF am Ende. Ich werde nur den Bottom nehmen, ich werde nicht Nash forcen, oder? Und die haben nicht Nash gemacht, Leute. Ah, oh, ich sterbe. Fuck. 900 Gold Bounty. Der hat echt viel mehr Damage gemacht als erwartet. Ich hätte direkt auf ihn raufflashen sollen. My bad. Turm hitten reicht leider nicht. Aber wäre besser gewesen als nicht zu hitten, ja. Bisschen weh überschätzt. Ich bin gar nicht. Also, hält halt viel länger als vorher, aber ja. Nicht genug. Starke Stun-Karte. Schön. Auch geil, dass sie nicht Nash gemacht haben. Dass sie die Base gegangen ist, ist nicht bad. Den Turm hat zum Glück auch noch bekommen, aber leider nicht das lokale Gold dafür, ne? 1000 Gold Bounty an den Varus ist schon keiner Trash, aber mein Team kriegt einen Kill auf Darius, sonst können wir vielleicht sogar selbst Nash forcen. Das wäre nur bad. Nur bad. Gehen wir jetzt noch Triforce? Gehen wir jetzt Sturk's Gage? Oh, bitte lass den nicht Nash stehen. Bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Utsch. Sie war vorher eh schon tot. Obwohl das Smite ziemlich bad war, weil sie war eh dead. Ja, zwei Bot in Türme und war ausgekillt, ist echt gut. Nice. Nice. Ich bin schon sehr tanky. Obwohl die Garen Chances ja ein Nerf im Late Game sind, ne? Ab Level 17 bist du genervt vielleicht zuvor, ja. Weil es für Level 17. Was das ganze Game hindurch davor ein Buff. Our courage must never waver. Wie Stripebacker fühlt sich nicht so geil an. Also, fühlt sich schlechter an als vorher. Also als letzte Season. Und das liegt primär daran, dass halt vieles von dem Power Spike halt in dem AOE Autoattack drin ist. Und den machen wir halt aber nicht. Ja, weil der AOE Autoattack hier, der Quatsch, den brauchen wir halt nicht. Davor war es halt einfach nur ein einziger Autodeck rundherum. Das Item ist nochmal teurer geworden für weniger Stats. Also ist nicht, fühlt sich nicht so nice an. Kann ich sagen, dass ich es bisher mag. Ja, ich bin dead hier, ne? Außer die Katze rettet mich. Nice. Sie rettet mich. Oh, hast gerade gerecord. Level 16? Und wir zum nächsten Turret. Have faith in yourself. Warum ist der Cannon jetzt erst wieder gebufft? Weil ich aus der Reichweite war. Bleib stehen! Imagine, ich könnte das Portal nicht nehmen, während das Silence ist. Wird doch geil. Ja, war ein Test natürlich wert zu versuchen. Kann ich behaupten, dass ich es so gut finde. Dann war schlecht angeführt, Minion zu farmen, der Buildpuff ist schlechter und alles. Also es ergibt nicht so viel Sinn. Aber es ist natürlich immer nice, Facewash auslösen zu können. Also vielleicht ist es trotzdem das beste Item, aber immer noch nerven wir gleich zu früher. Dafür hat Garen ja auch Kompensationsbuff bekommen auf seiner W. Also er ist immer ein feiner Champion, Garen. Er ist nicht terrible oder so. Aber Stridebreaker war jetzt nicht so nice. Auf Darius wiederum sieht es besser aus, weil er schlichtweg mehr Autotech setzt, ne? Er braucht mehr Autotech sowohl für Minions als auch für Fights, weil er ist halt im Autotecken. Während ich mich halt die ganze Zeit. Also für sowohl Waveclear als auch für Fights drehe ich mich ja die gesamte Zeit basically, ne? Nicht so worth it. War sonst stark Stridebreaker. Na, Triforce kaufen die meisten, aber fühlt sich halt kacke an für Facewash, na klar. Aber ja, wahrscheinlich trotzdem Triforce.